Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge und zwar widme ich mich wieder dem Thema Foodsharing. Ist für mich ein ganz wichtiges Thema, definitiv eine Herzensangelegenheit. Es geht ums Teilen. Dies ist schon der zweite Teil, es gibt also schon einen ersten. Im Hintergrund sieht man vielleicht schon, was entstanden ist, beziehungsweise ich werde mal ein bisschen rumjustieren. Könnt ihr das sehen? Also, wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, die werde ich mal oben rechts verlinken. Und wie es heute weitergeht, folgt dann jetzt. Lasst euch überraschen. Um das Teil geht das. Das wird meine Auslage fürs Foodsharing, fürs Teilen von Lebensmitteln. Und ja, das habe ich soweit gebaut und es braucht noch eine Unterkonstruktion. Ja, und das Ganze soll natürlich stabil sein. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich habe zu Hause schon gegrübelt. Aber ich lasse mal meiner Kreativität hier freien Lauf und hoffe, dass ich das letztendlich dann noch stabil kriege. Ja, bleibt dran, es wird bestimmt wieder lustig und spannend. So, ich nehme euch mal mit und wir gucken mal beim Holz, was wir so gebrauchen können, was ich sonst so im Garten finde. Ja, ich habe ja diese Aluprofile, Alufüße von Sofas vom Sperrmüll abgeschraubt. Die sind richtig massiv, aber von Aluminium weiß ich, das oxidiert. Eigentlich war das meine erste Wahl. Da dachte ich, ja, für die Unterkonstruktion und so, das ist bestimmt genial. Gefällt mir jetzt aber beim zweiten Mal überlegen nicht ganz so gut. Ja, die lasse ich hier, die lasse ich in Ruhe. Oxidieren ist ja nicht so schön und das schöne Aluminium, dafür werde ich dann irgendwann mal einen anderen Zweck finden. Ja, schauen wir mal weiter beim Holz. Wir sind wieder beim Holzlager angekommen. Ich weiß noch so gar nicht, was ich wählen soll. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen rumsuchen und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Wie ihr seht, genug Holz, aber wenn man sowas baut, soll es ein bisschen einheitlich sein. Und dann muss das Ganze ja auch stabil noch sein. Und ja, da bin ich ja ganz frisch bei, mir da was auszudenken. So, die zwei nehme ich unten als Füße. Und da werde ich das Ganze dran aufbauen. Die bringe ich jetzt schon mal nach hinten und dann gucke ich mal, was sonst noch so zu finden ist, um das Ganze stabil zu kriegen. Das Ding muss länger als 1,20 sein. Wird wahrscheinlich eine Verstrebung oder so. Mal gucken. Nimm ich auf jeden Fall auch mal mit. Falls ihr überlegt, warum ich so unnütz oft hin und her gehe, das ist bei mir normal. Das gehört mit zum Entstehungsprozess, das ist ganz wichtig bei mir. Und für mich ist das auch nicht so wichtig, alles, ich sag mal, arbeitsablaufsmäßig optimal zu gestalten. Ist nicht mein Ding, ich bin da ein bisschen anders und so kann sich meine Kreativität viel besser entfalten. So, und ich guck mal weiter, was ich sonst noch gebrauchen kann. Da habe ich noch zwei gefunden, die sich wunderbar als Fuß eignen könnten. Also, ne, ich habe die ersten weggebracht, aber die finde ich auch toll. Weil die Vierkanthölzer da, die, wenn sich das so schimpft, die eignen sich für andere Sachen dann besser. Das ist nämlich richtig schönes Holz. Aber die hier, das wäre glaube ich genau das Richtige für das, was ich vorhab. Ne? Ja, nehme ich mit. Hab auch gerade festgestellt, dass die Verstrebung viel besser zu den letzten beiden passt als zu dem Vierkant am Anfang. Allein von der Größe her, dann kann ich die dazwischen klemmen, anstatt oben drauf. Oben drauf gefällt mir von der Konstruktion auch rein optisch irgendwie gar nicht. Und würde wahrscheinlich auf jeden Fall klappen, aber ich möchte das irgendwie dazwischen hauen, das gefällt mir besser. Und ich hoffe auch, das große Vierkantteil ist nicht, also der Balken ist nicht verzogen, verdreht, dass es auch alles schön gerade bleibt. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, ich gucke mal, ob das alles geht und nehme euch schon mal mit. Das restliche Holz, was ich brauche, hole ich dann beim Konstruieren, beim Bauen dann dazu. So, auf geht's. So. Mal gucken, ob ich mit allem so glücklich werde. Alles, was ich geholt habe, steht jetzt hier. So, das ist das, was ich jetzt benutzen werde. Daran werde ich ein bisschen rumtüfteln. Gefällt mir ganz gut, was ich jetzt so zusammengetragen habe. Da hatte ich ein bisschen Sorge, wie gesagt. Aber sowas entsteht dann beim Bauen, beim Konstruieren, wie das dann nachher letztlich aussieht. Gewisse Sachen kann man dann auf Blatt Papier Zeichnungen malen und so ein bisschen vorab theoretisch abbacken. Aber ja, kann sich ja immer alles ändern. Ne? Und ich bin ja so ein Ideenfinder und mache das ganz gerne beim Bauen. Ich lege jetzt los und werde erstmal mein Werkzeug zusammentragen, was ich brauche. Ach, vorne im Rucksack ist noch Proviant. Essen und Trinken noch viel wichtiger, Leute, bei so einem Wetter. Heute haben wir 33, 34 Grad.
Ich freue mich auch hier hinten schön in der kühlen Ecke wieder basteln zu können. Und ja, vorgestern war das richtig schön und hat richtig Spaß gemacht. Ja, und das geht jetzt auf jeden Fall weiter. Ich werde jetzt nochmal die genauen Maße von dem Teil ermitteln, aber es müssen 21 x 60 cm grob gewesen sein, beziehungsweise 62 cm. Sehr wichtig für die Unterkonstruktion, dass das auch so ein bisschen im Verhältnis steht und passt. 21. Tatsächlich so wie ich gesagt habe. Also messen war doch überflüssig. Naja, habt ihr auch gerade erst vorgestern gebaut, ne? Müssen wir das eigentlich noch wissen. Okay. Ich habe ja gerade von was gesprochen, das zeige ich euch mal. Scheiße. Nicht die richtige Höhe. Gefällt mir schon viel, viel besser. Wie stelle ich das denn jetzt an? Habe mich entschieden, die Unterkonstruktion genauso breit zu machen, also sprich die 1,20 Meter. Das heißt, das Zwischenstück wird natürlich keine 1,20, sondern die 1,20 minus zweimal diese Breite. Und da will ich gar nicht lange fackeln, sondern direkt loslegen. Ach, wer kommt da zu Besuch? Den Sven, den kennt ihr. Wer ihn nicht kennt, vom Kartoffelernte-Video. Ich blende das mal oben rechts ein. Ich sag ihm mal hallo. Guck mal, wer da kommt. Hallo. Ja, ich werde mich mal meinem Besuch widmen. Er hat noch seine Freunde mitgenommen. Die wollen wieder Kartoffeln ernten, wo wir gerade beim Thema sind. Und ich fange an, das Ding hier zurechtzusägen. Die Teile sind ungefähr 6 cm breit. Das Ding soll nicht 1,20 sein, sondern 1,20 minus 2 mal 6 sind ja 12 cm weniger, 1,08 m. Und das werde ich jetzt vollziehen. Aber diesmal möchte ich ein bisschen genauer sein und da brauche ich noch was zum Anzeichnen und einen Winkel. Leute, ich muss nochmal luschern, weil die ernten jetzt das erste Mal zu zweit. Ich will mal gucken, was da ist. Das ist immer noch eine Pflanze? Ja, das ist die erste, die wir jetzt gerade angefangen haben. Sehr gut. Wow, lohnt sich doch. So, ich will die mal nicht länger stören, lass sie mal in Ruhe. Ich mache hinten mal weiter. So, 1,08 Meter haben wir gesagt. Das wären dann ungefähr hier. Oh, geht sich ganz gut auf jetzt. Okay, Sägen. Warum mache ich das? Um eine möglichst gerade Linie hinzukriegen. Einmal rundum, dann habe ich es einmal quasi vorgezeichnet und dann lässt sich die Sägeklinge quasi sehr gut führen und dann wird das recht gerade, so meine Erfahrung bisher. Wow, das ging ja fix. Seht ihr das? Wow. Das ist richtig gerade geworden. Schnitt. Kurze Pause. Ich werde auch gleich noch mal was essen, bevor ich weitermache. Also ich bin jetzt an den Punkt gekommen, da muss das Ganze miteinander verbunden werden, verschraubt werden. 6 cm. Ich hoffe, ich komme da durch mit meinen Bohrern.
Und dann suche ich nochmal fette Schrauben und hoffe, dass das alles sowas wird, wie ich mir das vorstelle. Oh, ich hatte das gerade, glaube ich, zu nah vor meinen Augen. Schiedig. Ja, egal. Ich mache einfach mal weiter, nachdem ich mich gestärkt habe. Und ja, ihr könnt weiter gespannt sein. Bleibt dran. Geht auf jeden Fall weiter jetzt gleich. Gleich, nach dem Essen. Erste Probebohrung hat geklappt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nehme. Ich muss erstmal in den Schrauben gucken, aber ich war gerade neugierig, weil diesen Bohrer habe ich mir mal zugelegt. Und dann hatte ich ein schon aufgebohrtes Loch in kleiner versucht, hiermit weiter aufzubohren. Das hat gar nicht funktioniert, hat rumgewackelt und ja, das Teil zieht sich wohl rein. Und Moment, wo habe ich das Stück hingeschmissen? Da bin ich schon so 5-6 cm rein. Also jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr, das sieht ganz gut aus. Stabil. Bin selber überrascht. Böcke weg. Brauche ich nicht mehr. Agu alle. Geschafft. Mega stabil. Na, wer dachte, mir fällt das auf den Fuß? Ich werde euch mal demonstrieren, wie das nachher dann sein soll. Fehlt zwar natürlich die Mittelkonstruktion, wie gesagt, aber ich denke, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. Ich halte das mal zurecht. So eine Art wird schräg die Auslage sein, dass man vom Zaun gut hinkommt. Voll geil, das macht so Spaß, unglaublich. Ist auch viel aufwendiger, als ich dachte. Habt ihr schon in der letzten Folge gesehen. Ich habe übrigens 2 Stunden Videomaterial bei der letzten Folge runtergekürzt auf, was waren das, 18 Minuten. Nochmals, wer die Folge nicht gesehen hat, wird oben rechts verlinkt. Und Unterkonstruktion steht jetzt. Und für die Mittelkonstruktion lasse ich mir jetzt bald was einfallen. Das war Teil 1. Das war Teil 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr das weiter verfolgt. Schaut, was aus der ganzen Geschichte wird. Wie gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und ja, das will ich auf jeden Fall fertigstellen. Für einen Mehrteiler, wie ihr merkt. Oder es werden mehr Teile als ursprünglich geplant. Ich habe erst gesagt, so 2, 3. Aber 3 werden es jetzt mindestens. Und ich denke auch ein 4. Und vielleicht kriegt das Ganze ja auch nochmal irgendwann Farbe. Oder ich lasse das so. Mal gucken. Bei dieser Sache ist es doch wohl unterstützenswert. Teilt das gerne mit euren Freunden auf Facebook. Ich selber bin da nicht so aktiv. Oder wie auch immer über WhatsApp. Und für alle Schrebergärtner da draußen, wäre toll, wenn ihr sowas in der Art nachbauen würdet, in eurem eigenen Stil, in eurem eigenen Interesse. Vielleicht fällt euch auch was ganz anderes ein, wie ihr Essen mit anderen Menschen teilen könnt. Ich weiß auch, in Großstädten gibt es ein paar Institutionen, ein paar Vereine oder ein paar Ehrenämter, die sowas machen. Ich denke, wir sind so reich auf dieser Welt, dass wir so viel Essen haben, dass wir das untereinander teilen können. Und ich bin jedes Mal traurig, wenn ich selbst Essen wegschmeißen muss. Und bevor ich mich übersättige oder überfülle oder der Völlerei mich hingebe, gebe ich gerne was ab. Entweder Bedürftige oder irgendjemand, der das braucht. Ich denke, teilen kann jeder, teilen macht Spaß. Das ist echt eine gute Sache hier. Ich möchte euch anstecken und ich möchte was Gutes tun und das möchte ich verbreiten. Und da könnt ihr mir helfen, indem ihr mich abonniert. Falls ihr mich abonniert habt und die Glocke noch nicht aktiviert habt. Viele wissen das auch gar nicht. Ich wusste bis vor kurzem das selber noch nicht. Falls ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt,
klickt einmal auf die Glocke und ihr kriegt auf jeden Fall jedes Video gemeldet, dass ihr euch das auch dann gleich angucken könnt. Ich bin wieder sehr zufrieden. Unten der Fuß, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Fuß hört sich gut an. Der Fuß ist soweit sehr stabil geworden. Ich bin selbst verwundert, weil beim Bankbau hat es wie gesagt nicht hingehauen. Mit der Stabilität erst. Und da war ich ein bisschen skeptisch, aber nun hält das doch sehr gut. Erster Teil Tisch. Zweiter Teil Fuß. Dritter Teil das Gestell in der Mitte. Ich hoffe, ihr bleibt weiter gespannt, bleibt dran bei der Geschichte. Wie gesagt, Foodsharing ist eine Herzensangelegenheit für mich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und euch den dritten Teil anschaut. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Fertig. Kaputt und müde, ne? 34 Grad, 33 Grad, was haben wir?